Und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Novus. So, jetzt heute wollen wir den Harvester bauen, damit Charcoal alleine produziert wird. Ich bin gespannt, ob wir das in 15, 20 Minuten hinkriegen und ob wir genug Rohstoffe haben. Ich habe mir letzte Folge ein bisschen Rubber geholt vom guten Skate. Jetzt brauche ich auf jeden Fall noch ein paar Bones, beziehungsweise Bone Meal, damit wir mal ganz schnell was wachsen lassen können. Also sprich, wir brauchen ja auf jeden Fall schon ein bisschen Rubber für die Maschinen, generell für die Maschinen, die wir da haben. Zack und zack. Das Schöne ist natürlich, dass die Blätter sofort instant weggehen. So. Und auch hier ist Wex mit drin, sehr, sehr gut. Weil manchmal was... Guck mal, wie direkt die Blätter vertrocknen, ne? Ich wollte mir dann irgendwann mal auch so einen Biomänderer machen. Und dann machen wir drauf so einen richtig coolen Magical Forest. Dann ist das schön bunt und... Ist auf jeden Fall richtig cool dann. So, warte mal, jetzt haben wir hier einen neuen Sapling. Ja, klappt ja gut. Jetzt habe ich aus einem Baum... Ne, aus zwei Bäumen habe ich einen Sapling bekommen. Warum? Okay, da sind zumindest zwei rausgekommen. Schon mal gut. Und wir haben 20 Rubber, sollte reichen. Ich will jetzt nicht so viel machen, weil ich muss mich ja ein bisschen sputen, damit ich das noch fertig bekomme. Und das möchte ich auch noch fertig bekommen. Warte mal, hier unten ist die Invar. Haben wir jetzt genug? Dann kommt das da rein. Rubber. Dann können wir den, wie heißt er? Harvester. Oh, ich könnte wenden, das wird super knapp wieder. Plastic Sheets. Raw Plastic. Ich glaube, da muss dann zweimal das brennen, ne? War doch so, oder? Wenn ich das hier nochmal brenne, dann habe ich, glaube ich, Raw Plastic. Gut, dass er gar nicht lange braucht. Und zack, 6 Stück. Wo packen wir die mal eben rein, damit die schneller gehen? Hier oben. Hier oben ist gut. So ist gut. Nice. Okay, warte mal. Machen wir so lange den anderen. Harvester ist jetzt nicht mehr so weit entfernt. Wir machen mal eben die beiden Äxte hier. Mit Invar Ingot. Dann brauchen wir auf jeden Fall noch einen Planter. Nein, ich will den nicht zersägen. Mir fällt gerade ein, wir brauchen ja noch voll viel eigentlich. Planter. Boah, das wird aber... Nee, ich glaube... Boah, nee. Boah, nee. Ja, schön. Davon brauchen wir aber noch einen. Tin Gear. Stone... Ja, okay. Haben wir ein Stone Gear weg. Jetzt haben wir so ein komisches Gear gebaut. So, das haben wir. Pistons brauchen wir zwei. Eins, zwei. Die haben wir. So ein Flower Pot. Oh, nice. Ja, jetzt brauchen wir Plastik und davon noch einen. Dann können wir zumindest schon mal beide Maschinen bauen. Plastik müssen wir jetzt jeden Moment hier fertig haben. Das ist aber wenig. So, und da haben wir auch noch zwei. Ich hole noch mal ein bisschen mehr Rubber. Warte mal, ich rechne mal ganz kurz. Das sind... okay, 14. Dann haben wir hier schon mal 8 drin. Ah, sollte gehen. Ich glaube, für den... für so ein Upgrade bräuchte ich theoretisch noch was, aber das brauche ich ja gar nicht erstmal. Oh, warte mal. Copper Gears. Was ich ganz cool fand, ich habe mal ein Modpack gespielt. Ich glaube Agrarian Skies, da muss man die sogar gießen, die Räder. Das fand ich irgendwie nice. Auch natürlich ein bisschen schwieriger, aber manchmal sind also wenn die Rezepte manchmal ein bisschen schwieriger sind, ist das ja gar nicht so schlecht. So. Warum brennt es denn hier immer? Weil da muss auf jeden Fall immer Charcoal rein. Und das geht halt nicht. So, also würde ich sagen, der Harvester kommt hier hin. Wir haben ein ganz kleines Feld, ne? Ich meine, ich habe ja nicht viel. Planter, da muss ich nachher noch verbinden mit Strom und mit anderen Kram. Und vielleicht nehme ich mal den, der ist ein bisschen schneller am Start. Dann muss man da auf jeden Fall noch ein... Warte mal, ziehen die Buildpipes das allein da raus? Buildcraft Pipes? Boah, weiß ich jetzt gar nicht. Ist das so? Ist das so? ich weiß es nicht. Sonst könnten wir auch die Item Conduits bauen. Dann bräuchte man allerdings ein paar Filterkarten. Wäre natürlich auch irgendwie doof. Warum Papier? Papier haben wir doch nicht, oder? Doch, Papier haben wir. Geil. Filterkarte ist gut.
Und das? Warum springt das immer so? Ich hasse das. Wir haben hier keinen Sand drin, verdammt. Aber Aluminium, das ist ja schon mal schön. Und Electrical Furnace, mach was draus, Kollege. Ne, wir haben echt keinen Sand mehr. Okay, dann kann man das schon mal abhaken. Buildcraft Pipes. Ja, müsst ihr ja mal ausprobieren, ne? Strom brauchen wir noch. Obwohl, ich hätte ganz gerne echt die Konvertoren. Ich hole mir ganz kurz Sand. Weil die funktionieren 100 pro und auch gut. Wir brauchen davon ja gar nicht so viele. So, Pulsation. Nein, dafür brauchen wir eine Enderperle, oder? Bitte, bitte nicht, bitte. Okay, hat sie erledigt. Vergessen wir das. Wir nehmen einmal Buildcraft Pipes. Wir machen jetzt einfach mal eine Diamond Pipe. Ich guck mal, ob das funktioniert. Das weiß ich jetzt nicht, weil mein Technologiestandard, als ich sowas gebaut habe, war natürlich immer ein bisschen weiter. Da haben wir sie doch. Diamond Transport Pipes. Gucken wir mal. Dann kommt da Strom dran. Diamond Transport Pipes nach hinten. Dann kommt hier nachher so ein elektrischer Ofen dran. Ein Windrad. Elektrischer Ofen. Warte, ich nehme einfach mal eine Alloy-Smelter. Ist mir egal, oder? Ne, doch, brauchen wir auf jeden Fall. Alloy-Smelter. Warte, kann ich im Alloy-Smelter auch sowas bauen? Charcoal? Ja, ne? Geht. Gut, nehmen wir mit. Oh, er left the game. Genau, 4 Arme hat er erstmal. Schnell schlafen, damit hell wird. Dann nehmen wir ein Windrad von drüben. Da brauchen wir jetzt nämlich nicht so viele. Und wir müssen mal uns ein bisschen sputen. Sonst haben wir hier ein Problem gleich. Dann gibt das Stahl ohne Ende. Bio. Jetta Wrench. Eins reicht, oder? Ich meine, die Dinger haben ja immer nur temporär was zu tun. Ich meine, klar, der Ofen läuft immer dauerhaft durch. Notfalls holen wir noch eins ab. So, Windrad am Start. Dann kommt hier das wunderschöne Kabel durch. So. Nice, läuft schon mal. Dann kriegt der Planter noch Strom. Auch gut, dann kommt das da raus. Ja, wir brauchen so viel Stil, deswegen ist das gut. Und dann geht's da wieder raus. Boah, ich weiß nicht, ob das geht. Probieren wir aus. Jetzt brauchen wir Sapling. Wir nehmen Arcadian Sapling. Dann, da bloß hier jetzt auch ein Rubberwood Sapling. Nein, ne, hatten wir nicht. Okay, hat die Folge geguckt. Warte, wir haben den Sapling. Dann brauchen wir Stone Transport Pipes. Da haben wir sie. Jetzt machen wir da irgendwie eine andere Pipe dran, wenn das dann so weit nicht funktioniert. Oh, wir müssen auf jeden Fall noch einen Sludge-Boiler beziehungsweise noch ein Kabel drauf machen, damit das Sludge verbrannt wird. So, dann machen wir mal Arcadian Saplings rein. So. Einen brauchen wir mal kurz. Ne, ne, warte mal. Oh nein. Das war falsch. Muss ja hier dran. Und wir sagen, schwarz ist dann für die Saplings. Die gehen ja zurück. Und das andere ist halt zum Braten. Noch mal links Input. Und vorne, ne, ich mal oben, ne? Sonst sieht das irgendwie doof aus. So ist gut. Und wir testen. Nice. Okay, Holz geht durch. Aber richtig viel Holz. Krass. Ja, die Charcoal fluppt direkt oben raus. Cool. Das ist ja mal mehr als nice. Okay, warte mal. Wir machen das hier weg. Kann die einfach irgendwo dran an dem Ding? Ja, ne? Läuft einfach so da rein. Voll gut.
Weiß, ihr könnt auch Goldpipes nehmen, da ist ein bisschen schneller, aber der Ofen hat das jetzt nicht eilig. Krass, schon fertig. Das ist echt schon fertig. Wie cool ist das denn? Wie cool ist das denn, bitteschön? So. Dann ist das, geht dann hier rein automatisch. Dann brennt der natürlich Stahl. Dann könnte man, jetzt können wir da Oldschool-Kram, pass auf. Passt auf, das wird cool. Wir nehmen jetzt einen Hopper. Okay, wir bauen Hopper. Wir nehmen keinen Hopper, wir müssen einen Hopper bauen. Hopper bauen wir mal eben. Vielleicht auch zwei, weil theoretisch kann man unten auch wieder raushauen. Ja, geht. Kohle ist auch drin. Brauchen wir eine Chest mit Iron. Eine Chest mit Iron dran. Also das ist auf jeden Fall, was eigentlich hätte viel früher gebaut werden müssen von meiner Seite aus. Gerade auch, wenn ich diese ganzen anderen Maschinen haben möchte. Da, Iron. Sehr gut. Iron, Iron, Iron. Iron, Iron. Okay, läuft. Da muss jetzt irgendwie noch manuell immer was nachschütten, aber was soll's. Eisen rein. Das andere Zeug dann raus. Sollte ja hier gehen. Warte, Truhe. Können jetzt auch ein ME-Kabel. Ne, ME-Kabel haben wir nicht mehr so viel. Schade. Das wäre lustig. Perfekt! Wie das heute alles funktioniert hier! Letzten Tage relativ unproduktiv. Nein, unproduktiv will ich nicht sagen, aber wir haben uns halt mehr um den Bau gekümmert da drüben. Und jetzt haben wir im Grunde eine automatische Kohlemaschine mit automatische Stahlmaschine. Maschina! Und das mache ich mal im Weg, sonst haben wir da ein Problem. Zap! Dann packe ich mal hier rein. Da hatte Castro da Problem, dass er abstürzt, wenn er da reingeht. Okay, Stahl wird gebaut. Das kommt alles hier rein. Kabel, Fackeln. Eisen, Chisel kann da rein. Jetta, okay, gut. Nice! Und es kommt im Grunde gar nicht nach. So, warte, ich helfe einmal drauf, helfe einmal ein bisschen, damit wir ein gewisses, gewissen Standpunkt da haben. Ein bisschen Bone Meal drauf. Zack. Und Updates kann man jetzt auch noch reintun, aber die mache ich jetzt nicht rein. Oder eine Gießkanne automatisch. Für ein paar Block-Updates. Oh, warte mal, der Sludge-Spoiler-Gedöns da, ne? Brauche ich noch. Sonst hört der bald auf, weil er voll Sludge ist. Gut, dass mir das nur eingefallen ist. Der hört gleich sofort auf, sehr gut. Okay, wir brauchen eine Void Pipe. Und zwar eine Fluid. Okay, Glas, Redstone, Tintensack und dann brauche ich einen Kaktus, den ich brat. Gut, dass er eine Wüste ist. Kaktus haben wir, den braten wir mal direkt. In dem Ofen hier. Das braten wir. Ja, braten wir auch gleich da drin. Hä? Ach so, wir direkt. Ah! Ich verstehe die Maschinen gar nicht von Heiko. Ne, warte mal, Cactus Green. Jetzt habe ich einfach. Ich gucke jetzt erstmal, ob ich die Void Pipe bauen kann. Warte. Eins nach dem anderen. Inksack. Ich habe kein Inksack. Ich hole einen Inksack. Void Pipe muss ich auch gleich mal gucken. Da. Bam, 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 bam. Und tschüss. Das ging jetzt aber langsam aus dem Wasser. Aber ich glaube, er ist nicht geschwommen. Er ist geschwommen. Da, seht ihr, er hört auf. Weil der Sludge-Spoiler voll ist. Sludge kann man natürlich auch noch verwenden für irgendwas. Aber da sind wir jetzt auch noch nicht. Und so eine Baumfarm kommt natürlich nachher unten ins Haus rein. Geht auf jeden Fall. Ach, nein. Doch. Hä? Okay, dann habe ich es auch fertig.
können wir das da dran machen und dann geht's wieder ab. Ja, deswegen wollte ich schon sagen, das ist nicht voll. Ab geht's. Okay. Ich sehe gerade, wenn die Kohle jetzt mal zu viel ist da drin, dann wird die wahrscheinlich rausploppen aus der Leitung, weil der dann voll ist. Aber das ist eigentlich egal, weil die läuft ja eh so im Endlos-Dauerschleifen-Modus. Ich glaube, jetzt mittlerweile, wenn das jetzt durch ist, dann, dann ploppt die irgendwann da raus, aber dann ist der Ofen halt immer voll. Nice, 6 Stück schon. Ich glaube, 3 hatten wir vorher sowieso schon. Furnace, packen wir mal den Dust rein. Ah, da sind Aluminium drin und Brote. Schön, schön. Osmium. 16 Minuten. Oh, warte mal, wir können theoretisch die Steine noch... Warte. Bam, so. Wie viel Tin wir haben, ey, geil. Ah, fällt mir gerade mal ein, weil wir so viel Tin haben, ne? Tin und Eisen. Nehmen wir Tin mit und Kopf haben wir jetzt nicht so viel, ne? Ne, leider nicht. Okay. Schade. Eisen wird gerade gemacht. Kopf müssen wir noch schmelzen. Aber Tin könnte man hinten schon mal in den Kompressor tun. Kompressor. Dann ist der schon mal glatt. Also dann hat er was zu tun und wenn ich dann nächstes Mal reinkomme, sind die Dinge auffällig. Und Stahl haben wir jetzt ohne Ende. Electrical Compressor. Da geht doch. Da haben wir bald 2 Sticks davon. Gut. Brauchen wir auf jeden Fall, gerade auch für diese Tin-Sachen und sowas. Ja. Und die letzten 2 über. Weil hier drumherum, da muss ich ja noch dieses Grundstück hochziehen. Wird natürlich nochmal so ein bisschen angeglichen hier am Rand, aber erstmal wird das Schwarze hochgezogen. Was so schön ist. So, aber wir sind im Grunde schon mal ganz gut ausgestattet. Wir haben richtig viel Zeug. Die automatische Kohlefabrik dahin läuft jetzt. Da wird der Heiko sich bestimmt freuen drüber. Wieder wahrscheinlich in der Folge vor 2 Wochen bei ihm. Aber was soll's. Ist halt so. Und die Folgen sind ja nicht schlecht, nur weil die vorproduziert sind. Nein! Das war schlecht. Aber krass, Basalt schon wieder weggeknüppelt, ey. Heftig. Aber ich denke mal, ja, jetzt habe ich gerade einen Denkfehler? Ah, naja, warte, ich ziehe das hoch. Habe jetzt gerade überlegt, wenn man im Grunde jetzt das Grundstück dann weiter ausbaut, dann sieht man ja nachher den Rahmen nicht mehr, weil dann haut man den nachher weg. Aber ich kann mir vorstellen, dass ich genau über diesem Rahmen eine Mauer, so eine kleine Mauer mache. Und dann geht's wieder. Basalt Brick. So, der ist drin. Das läuft, das läuft, das läuft. Und das läuft auch. Fällt mir gerade mal ein, eigentlich haben wir heute Samstag, ne? Im Grunde habe ich... Ich sage immer so oft im Grunde und... Boah, nee. Also eigentlich habe ich die Folge nach dem Livestream, beziehungsweise vor dem Livestream aufgenommen, aber da ist dann jetzt nicht so viel passiert. Wir haben die automatisch warm gebaut, sehr gut. Morgen 20 Uhr, also am Sonntag um 20 Uhr, ist auch nochmal ein Livestream und dann sind wir wieder glatt mit den Livestreams. Oh, das ist so schön. Wir werden so viel Eisen haben. Gut, wenn es euch gefallen hat und ihr die Eisenproduktion, die Stahlproduktion genauso feiert wie ich, gebt einen Daumen nach oben und wir sehen uns dann im nächsten Park. Tschüss. Park. Part.